Hallo und herzlich willkommen zurück zu Overlord, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Genau, wir haben da oben noch den doofen Ritter stehen. Den jucken wir mal schnell weg. So. Den haben wir uns gekümmert. Dann müssen wir unsere Roten mal hier hinstellen. Und dass die mal die Zombies da wegholzen. So. Genau, wir machen jetzt hier gleich mal mit den Roten überall erstmal das Feuer aus. Und kümmern uns also aber auch erstmal um die Zombies hier. Dass da gleich hier Feuer und ist. Ja, der ist auch gleich tot. So, dann haben wir alle Zombies. Nehmen wir hier den Haushalt weg. So. Roten wieder dahin. Verprügelt. Verprügelt sie. So. Da haben wir schon wieder einen Ritter. Das verstehe ich halt jetzt nicht. Der da ist ein Ritter. Und, Der hat bei den Zombies gechillt, der Ritter. Das verstehe ich halt nicht. Rote. Der hat halt komplett bei den Zombies mit rumgechillt. Ist nischt. Dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Ich weiß, ob wir hier ein bisschen Loot abgreifen können. Mal rumklotzen. Guck mal, hier geht's wieder runter. Aber wir haben ja da hinten auch noch Feuer, was wir mal wegmachen können. Was denn du jetzt? Vogel. Hier? Mach die Häuser nieder, los. Die zünden den einfach an. Wow. Einfach alles angezündet. Alter Schwede, Riesenzombie-Armee. Mach mal Feuer da noch weg. Machen wir hier mal. In Ordnung. Perfekt. Machen wir da hinten hin. Was Geld. Jawohl, jawohl, jawohl. Da sind halt eine Menge Zombies, ne? Wir könnten jetzt gucken, dass wir erstmal schnell da vorne das Feuer auf jeden Fall schon mal wegmachen. Und könnten auch mal kurz dann in den Unterstadt noch mal gucken, weil wir jetzt Feuerviecher dabei haben, die können uns dann das Feuer unten wegmachen. Und das wäre vielleicht noch mal easy dann für uns. Ja, wir gucken da mal schnell rein. So. Natürlich haben wir jetzt hier noch mal eine Menge Viecher erstmal. Die machen wir schnell weg. Wir haben mittlerweile genug Schaden. So. Genau, von den Brauen haben wir gut Seelen mittlerweile. Okay, pass auf, dann nehmen wir mal die Roten hier und machen das weg. So. Jetzt die untere Straßen 2. Bin jetzt gespannt. Haben wir bestimmt eine Menge hier.
schießt.
Sieht so aus, als ob er in der Mitte ein paar Befehlshaber aufgefressen hätte. Er scheint die anderen zu kommandieren. Ihr möchtet doch sicher nicht von einem Steinriesen zerschmettert werden. Sucht also den fehlenden Schmelzofen. Wie ich vermutet hatte, Lord, da ist der Durium-Schmelzofen. Ihr müsst ihn sofort in den Turm zurückbringen. Ein Objekt. Ich mag Objekte. Ihr habt einen Schmelzofen erhalten.
Ja. Ich rede die ganze Zeit mit euch. Und mir ist jetzt was aufgefallen. Scheiße. Oh mein fucking goodness. Es tut mir so leid. Ja. Ihr sollt doch nicht... Dann alle nur den einzelnen Käfer hinterher. Und der Käfer ist hier gleich aufgeladen. Ich bin gerade so, ey. Das ist so peinlich. Das hat vorhin einfach das Mikro ausgeschalten. Weil der einfach den Knopf falsch gedrückt hat. Und das regt mich jetzt extrem. Extrem regt mich das gerade auf. Einfach, weil... ihr jetzt dadurch genau 10 Minuten kein Voice hattet. Ja, ihr hattet 10 Minuten jetzt kein Voice, genau. Tut mir natürlich auch leid für euch. Irgendwie kriegt dieses Vieh keinen Schaden. Ich glaube, das war so gedacht, dass du das wirklich nur mit Only Blauen da machst. Das machen wir aber mal später. Ey, so eine fucking Scheiße, dass ihr jetzt die ganze Zeit nichts gehört habt. Ey, so ein Mist. Es tut mir so leid. Oh mein Gott. Ja, haben halt ein bisschen Schweige, haben wir ein bisschen Walkthrough gehabt und jetzt sind wir wieder in Let's Play drin. Mein Gott. Ist das toll. So, wir wollen jetzt weiter in Himmelssturz noch was machen. Aber da sind wir noch nicht durch. Wir holen aber später auf jeden Fall auch das Geld dort. So, da geht's. Fürst Ferdinand war oft in der Schenke. Und das nicht, um zu trinken. Ja, jetzt kämpfen die Ritter gegen die Zombies. So, mach die mal weg. So. Hier sind nochmal Zombies. Oh mein Gott, da kommen viele jetzt. Da liegt ein Blauer. Erstaunlich, Fremder! Vielen, vielen Dank. Wir sind sehr beeindruckt. Besonders, wie ihr sie alle getötet habt. Mhm. Und dabei müde geworden seid. Jetzt haben wir ein wenig Spaß. Ja, verwandelt ihr euch jetzt oder nicht? So. Gut. Mach mal das Ding hier weg. Müde geworden. Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Das war ja gar nicht anstrengend. So. Dann auch nochmal Zombies. Unten haben wir auch noch mal ein paar Zombies. Mach kaputt. Okay. Gehen wir halt hoch, jetzt erstmal den Clan clearen. Da oben, die verwandeln sich jetzt auch gleich. Weil die bewachen ja die Schenke. Da kommt noch einer. Nicht nur einer, wie es aussieht. Mach da drin keinen Ärger, Junge. Wir passen auf. Mhm. Wir passen auf. Ja, ja. Früher war er nicht so. Er war ein guter, anständiger Mann.
Kannst du mir mal Platz Wir machen? Passen auf. Geh mir hier auf die Ketten. Seid willkommen. Da draußen herrscht vielleicht die Hölle, aber wir servieren noch immer kalte Getränke. Unser Bier bringt euch hin. Hey, Schlampe, komm her, wir verdursten hier. Junge. Der Umgang ist sehr, sehr toll hier. Ich brauche etwas Stärkeres. Das ist eigentlich kein Ort für einen Paladin, aber Ferdinand ist häufig hier. Es heißt, er hat sie kommen lassen, damit sie... Na, ihr wisst schon. Er bekommt sie nicht. Sie gehören uns. Sie lieben uns. Sie lieben uns. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Wer zur Hölle rennt da? So. Ja, dann sage ich auch jetzt hier nochmal ein herzlich willkommen zu Overlord, ne? Ach du heilige Scheiße. Da wir ja vorhin das Problem hatten, dass... Ach du heilige Scheiße. Da mein Mikro aus war. Ja, mach die Viecher weg. What the fuck, Alter? Das war jetzt eine Menge. Das war eine Menge Viehzeug. Ist hier irgendwas drin? Nur Fässer. Dankeschön. Feuersturm ist schon ein starker Zauber. Hallo? Geht ihr ab? Hat einer weg? Willkommen beim Orden der Morgenröte. Genießt euren Aufenthalt. Weiß ich nicht. Habt ihr überhaupt was an? Spielverderber. Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. Spielverderber. Und den Spielverderber. Spielverderber. The fuck, was ist denn mit denen? Spielverderber. Böses Schäfchen. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Und ich möchte es, glaube ich, auch nicht wissen. Eure maximale Hordengröße hat sich erhöht. Ich glaube, ich will's auch gar nicht wissen, was die hier machen. Wie soll ich denn da jetzt durchkommen? Mit diesen kleinen Kobolden kommt ihr hier nicht rein. Die bekommen hier nichts. Wer möchte schon damit zu tun haben? Muss ich die jetzt alle wegpacken dann, oder was? Oh mein Gott, ich muss jetzt alle meine Schergen wegpacken. Okay, dann...
wir jetzt hier die anderen Punkte suchen, wo die anderen Schergen reinkommen können. Ich glaube, das war aber nur vor der Tür, ne? Ich krieg einen Anfall. Oh, jetzt muss ich da runter und meine Schergen alle reinpacken, weil die da unten irgendwie einen richtigen Splin haben. Da kommt noch einer. Nicht nur einer, wie's aussieht. Mach da drin keinen Ärger, Junge. Wir passen auf. Wir passen auf. Ich muss meine kleinen Viecher reinpacken. So. Hi mit dir. Hi mit dir. Und rein mit dir. Meine Fresse. So, jetzt hier hoch. Und dann nochmal in den Keller. Keine Ahnung, was da abgehen soll. Diese Vanessa ist ein echt guter Fang. Warum? Seid! Naja, blabber mich nicht voll. Ich kenne deinen Gespruch schon. So. Das ist halt die Ding, ne? Wir können hier unten einen Braun rufen. Jetzt habe ich hier wieder die blöde Cutscene drin. Warum ist die Tür wieder zu? Warum sind alle Türen wieder zu? Willkommen beim Orden der Morgenröte. Genießt euren Aufenthalt. Soll ich die alle umklatschen? Ich komme ja irgendwie nicht rein. Jungs, kommt. Wir rollen da drin jetzt auf. Spielverderber! 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 Geh mir auf die Ketten. Oh mein Gott. Fangen die auf einmal alle an, hier abzuschlachten wollen. Glaub's ja nicht. Nämlich aussperren, die Schweine. So. Das sind so viele Masken. Greifen die jetzt alle an? Niemand darf Ihre Majestät stören, wenn sie bei Fürst Ferdinand ist. What the fuck? Fürst Ferdinand ist also bei einer Succubus-Königin in Ungnade gefallen, hm? Sie hat ihm nicht gereicht. Das wird ihr nicht gefallen. Treue ist nicht gerade eine Stärke der Succubi. Ich glaube, wir haben den Ausgangspunkt der Seuche gefunden. Brauchen halt ordentlich an Truppen jetzt gleich. Das ist unser Problem, unser größtes gleich.
Also ein Ratten. So, warte. 1, 2, 3. Ja. Okay. Halt! Oh mein fucking Gott. Unsere Königin will euch nicht sehen. Sie muss sich in Ruhe auf das Fest vorbereiten. Stecht sie ab. Oh mein Gott, die hauen meine Kleinen um. Oh mein fucking Gott. Ich hab übelst viele verloren gerade schon wieder. Heilige Scheiße. Die gehen ja instant wirklich auf einen komplett los. Heilige Scheiße. Okay, der hat jetzt einen komischen Helm gefunden, der Boy. Cool. Ja, wir müssen halt jetzt ordentlich aufschallern, ne? Keine Schnitte sonst. Damn, ist sick. Gut gefunden. Wir haben 3 Feuerboys. Nicht nur was. Ja, nehmt's mit. Alter Schwede, das kann jetzt was werden. Hallo? Mal zu Hause. Ich hasse sogar Busköniginnen. Geht auf sie los. Tötet gerade einen roten. Scheiße. Drescht sie. Hört sie auf, sie will schon wieder einen töten. Müsst sie aufhalten. Oh, ich halt selber drauf. Meine Fresse, verprügelt sie. Alter. Da kommt sie wieder. Alle drauf. Oh mein Gott. Frauen verloren. Das war's mit dir. Du alte Nudel. Dieses Mädchen, das Ferdinand heiraten wollte. Also, sie ist meine Schwester Vanessa. Wir reden nicht, außer wenn sie mal wieder in irgendwelchen Schwierigkeiten steckt. So wie es aussieht, steckt sie bis zum Hals im Schlamassel. Hm. Gut. Da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Entschuldigung nochmal, dass vorhin keine Stimme da war. Es tut mir echt leid. Ich, wie gesagt, den nächsten Part habt ihr wieder. Und haut ihr rein. Und Dankeschön. Und tschö.